Es ist ja wahnsinnig, wie das aussieht. Was ist denn das, um Gottes Willen? Jetzt ist die... Geschält, stimmt das? Ja, ja. Darf ich das noch mal sehen? Das sieht ja... Das ist ein Knoblauchschäler. Das glaube ich nicht. Ja. Das sieht aus wie ein... Irgendwie ein... Von einem Vampir oder sowas. Ja, wie die Zähne von irgend so einem Ungetüm. Es ist nichts Unanständiges, aber es funktioniert meistens. Aber wie? Da werden die einfach... Na, ein bisschen ist noch was dran, aber... Ja, es funktioniert zu 95%. Ja, es gibt noch eine andere Schälmethode in so einem Gummirohr. Haben Sie das schon? Nein, nein. Ja, aber das finde ich irgendwie auch... Das finde ich sehr lustig. Das ist aber toll. Ja, vor allem ist ja wunderbar. Tolles Gerät. Ich habe jetzt auch was Neues. Es gibt ja für die Küche die wahnsinnigsten Sachen. Ja. Was ist das denn? Ja, was ist das? Jetzt habe ich Pfeffermühle. Wenn ich so umdrehe, habe ich eine Salzmühle. Toll. Sachen gibt, was die alles erfinden. Nicht alles ist unbedingt notwendig, aber... Ja, aber das funktioniert. Also wenn man Spaß hat, Sie haben Spaß an solchen Sachen. Ne? Ja, ich habe irgendwie so ein Faible für tolle Küchengeräte. Aber ich mag so elektrische, die mag ich nicht so sehr. Ja, ich habe eine so Maschine, viel elektrisches auch nicht, aber so ein bisschen was. Was gibt's denn? Etwas mit Käse, das sieht man sofort. Bernkäskuchen. Oh, das klingt sehr schwierig. Das sind Berner Käskuchen. Man reibt so eine Form, da kann man auch eine Runde nehmen, wie man will, mit Knoblauch aus, damit man schön stinkt nachher. Traditionelles Gericht in Bern. Ja, es ist auch nicht so leicht. Also leicht zu machen, aber für den Magen nicht so leicht. Ein bisschen schwer, also mit so viel Käse. Da muss man, wie beim Fondue, da soll man heißen Tee dazu trinken, habe ich mal gehört. Dann klumpt das nicht. Nicht nur Weißwein oder nachher ein Schnaps, auch Kirsch. Was haben Sie da gesagt? Weißwein? Weißwein. Ein Küchenwein? Ja. Darf es ein Küchenwein sein? Ja. Gut. Ich meine, bevor wir uns schlagen lassen, trinken wir ein Schlückerl. Ja, das ist gut. Ich habe einen Grauburgunder aus der Pfalz. Wunderbar. Ne? Ich glaube, ich habe auch, weil Sie ja halber Österreicher sind und in Wien leben, habe ich natürlich auch was Österreichisches bereitgestellt. Einen Zweigelt, einen roten. Ja. Und dann können wir sehen nachher, also jetzt so zum Küchenwein ist, glaube ich, der Weiße ganz schön. Sehr gut. Und der wird auch zu dem... Zum Kuchen zum ist passen. Besser. Sogar? Roter, ja. Ich trinke lieber einen Weißen zum... Gut. Aber wir haben alles da. Das ist eine Spätlese. Mm. Ha? Der riecht schon. Ja. Gut, aber der hat was starken Geschmack auch. Ja, das ist ziemlich kräftig. Ich bin ja eher so auf der Riesling-Ebene, auf dieser leichteren. Allerdings glaube ich, zu diesem wird der schon richtig sein, oder? Ich weiß nicht. Da ein leichter Tischwein ist das Idealste. Der ist schon ein bisschen kräftiger. Wir trinken meistens einen Brünnerstrassler. Das ist so zur Tschechei von Wien. Ja, ja. Brünnerstraße nach Brünn. Und dort wächst ein sehr... So einfacher Landwein, aber so ein richtig rescher, leichter Weißer. Ich habe jetzt gedacht, dass der Grauburgunder zu eben... Der passt schon gut, weil der aber er ist natürlich kräftig. Auch kräftig. Ne? Ja. Doppelt kräftig Weißer. Vielleicht zu. Vielleicht, wir haben ja auch noch den Roten. Wir schauen mal. Jetzt geht's hier. Also, jetzt machen wir das mit Butter. Ich greife da so total unprofessionell rein. Nein, nein, im Gegenteil. Die machen die Profis, glaube ich, auch alles mit der Hand. Ja, dann wird das ausgerieben und dann muss man eben den Käse... Muss man dann. Der wird reingerieben? Der wird nicht reingerieben, da wird dann der Teig reingelegt. Ach so, natürlich. Das ist schon fertiger. Das ist ein Blätterteig, ein tiefgefroren. Ja. Den muss man natürlich vorher ein bisschen auftauen. Das ist jetzt ein bisschen eine Konstruktionssache. Das wird, hoffentlich klappt das. So. Sie haben ja vorhin schon eine gemacht, die ist schon im Rohr. Ja. Wie lang muss die insgesamt, bleibt die? Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Ne? Ja, ja. Das wird dann klingeln, wenn das so weit genau ist. Wie Sie mit dem Rezept. Sie sind kein Rezeptkoch. Ne? Ich mache das so. Pi mal Daumen. Ja. Ja, aber beim Backen muss man schon ein bisschen. Also ja, so aber man kann ja nachschauen. Man kann nachschauen. Ah, man kann nachschauen. Also ich versuche da so eine Art Konstruktion zu machen. Also ich mache da immer so einen Rand dann auch noch ran. Das ist, damit das irgendwie schöner aussieht. Sieht schön aus, ja. Hm? Na, wunderbar. Okay. Jetzt müssen wir das noch ausfüllen. Ach, da muss man einfach so
Ich mache wenig im Backofen. Ich bin kein großer Backfan. Ich das koche eignet lieber. Sich auch nicht so aber, viel ja. Zum Demonstrieren, weil da wird, geschieht ja alles im Backrohr eigentlich. Ja. Ne? Na, ich meine auch schon für mich privat. Obwohl ich sowas zum Beispiel, wenn man so einen Weinabend macht, glaube ich, ist das sehr schön. Sehr schön. Und vor allem, also ich will ja jetzt nicht mein Produkt vor dem Abend loben, aber als Kalter schmeckt er auch sehr auch gut. Ja. Ja. Das ist ja auch so, ich meine, es ist ja auch eigentlich eine Gisch. Ne? Gisch ist ja, ja auch nichts ja, anderes. Ja, ja, ja. Ne? Und was kochen Sie dann, mehr österreichisch oder mehr schweizerisch? Naja, also ich kann nicht so viel. Ich meine, ich mach sehr gern so Suppen. Ah, ja. Und zwar, ich bin irgendwie fasziniert von so der Arme-Leute-Küche. Ja, und zwar also habe ich gern so, wenn ich so Sachen. Ein paar alte Brotstücke oder da kann ja, ich eine ja, Suppe machen. Mit einem Suppenwürfel und mit ein bisschen Butter. Das schmeckt wunderbar. Ich will Ihnen sagen, das kommt wieder. Das ja, ist ja. Im Kommen. Diese ja. ganz einfachen Sachen. Man hat sich überessen mit diesen ganzen mit diesen, feinen Sachen. Ja, mit diesen Trüffel ja, überzüchteten Sachen. Also ich bin zum Beispiel im Augenblick auf dem Bratentrip. Ich mache mir einen Kalbsbraten, wenn ich ja. allerdings nur, wenn ich das Kalb vom Biobauern direkt, ich habe ein halbes Kalb gekauft, habe es ins TÜV-Kiel gemacht. Und da mache ich mir einen Kalbsbraten, eine Sensation. Früher habe ich gesagt, Braten, das ist, hat meine Großmutter gemacht. Schweinebraten, wenn ich ja, ein gutes kriege, von auch toll. Vom Ökobauern natürlich. Ja, mit den schönen Serviettenknödel oder Kartoffelknödel na, so Serviettenknödel dazu. Ist sowieso meine Spezialität. Ja, ja. Aber meine Frau, die macht auch manchmal, also das macht sie dann, so ein Suppenhuhn. Das ist auch was auch ziemlich toll. Einfaches. Ja, aber das auch schmeckt herrlich. Ich weiß. Besonders im Winter, wenn es ja, kalt draußen ja. ist. Oder eine Rindsuppe, eine schöne. Also, so, jetzt, das ist also die Form, die ist jetzt vorbereitet. Ich ja. hoffe, das ist architektonisch einwandfrei. Architektonisch ist es einwandfrei. Ja, dann müssen wir ja vielleicht. So, jetzt müssen wir aber mit dem Käse ran. Ja, klar. Das ist jetzt der komplizierte Vorgang. Aha. Da muss man jetzt da. Ich mache es ja eigentlich nicht. Oh nein, das ist falsch. Ich mache es nicht maschinell, sondern ich mache es ja händisch. Händisch, wie man so schön aber sagt. In Österreich. Aber so geht es schneller. Für ja, uns. Aber es hängt da immer wieder was drin, leider. Ja. Was? Na, das werden wir am Schluss, holen wir das raus. Also wird ja, das wird jetzt praktisch so reingerieben. Ja. Es ist Emmentaler. Emmentaler. Grätzer. Genau. Emmentaler ist zu 50%. Ah, ja. Dann Grätzer ungefähr, sagen wir, 30%. Und dann noch einen Appenzeller. Appenzeller, der sehr kräftig ist. Ja, aber jeder kann sich das so machen, wie er will, also und sein eigenes Gemisch, ja. wie er, das kann man ja ausprobieren. Ja. Also ich habe es jetzt einmal so immer gemacht und das hat sich schon bewährt. Ja. Also er reibt sich schon. Macht das ganz gut. Er holt ja. sich das, was hier ja, ja. holt er sich wieder. Ja, ja, es geht schon. Also es geht. Das eine, das ist ja nicht schlimm. So. Was ist denn das für ein Teil? Ja, eben, das wollte ich jetzt noch als Schluss demonstrieren. Das ist mal, das haben wir mal gefunden am Weihnachtsmarkt in Wien. Ja. Ja. Das ist nämlich sehr praktisch. Man kann das hier, ich sage, tu das ja. jetzt so, ja. damit man das sieht. Ach, das ist das so festgezurrt. Nein. Ich mache das aber jetzt das verkehrt, ja, weil ich das die Seite ja brauche. Das ist fantastisch. Denn das ist ein ja ganz immer das einfaches Problem. Gerät. Das kostet vielleicht 15 Mark am Weihnachtsmarkt. Tja, es ist halt leider nicht immer nein, Weihnachtsmarkt. Wir brauchen ein größeres. Moment. Ich hab Schüsseln, habe ich genug. So. Und dann gibt man eben das so rein und drückt das an. Und jetzt habe ich es aber nicht. Jetzt ist es nicht fest. So. Jetzt. Ja, das muss fest sitzen, sonst. Einfach ganz, ganz. Und das geht eigentlich fast doch besser als das elektrische, ja. finde ich. Ja, händisch eben. Man ja. muss natürlich ja, Körperkraft. Investieren. Das kostet nicht viel Kraft, weil das zieht sich praktisch ja selber durch. Mhm. Toll. Das ist köstlich. Das habe ich noch nie gesehen. Ganz einfaches Gerät eigentlich mhm. auch. Sehr schön. So, jetzt haben wir, jetzt nehme ich das mal hier ein bisschen raus. Ja. So. Können wir das so. Wegstellen? Ja. ja, wunderbar. Danke vielmals für die Assistenz. Jetzt geben wir das Ganze in eine Schale. Ja. So können wir auch wegstellen. So, jetzt brauchen wir dann so ein Ding. Jetzt gibt's zwei Eier rein. Aha.
Sehr schön. So. Also die Hälfte schon verschüttet. Und dann brauchen wir Sauerrahm. Ja. Da gebe ich schon fast eine, ja, kann man schon eine ganze rein. Ne? Mhm. Ja, dass das ganz schön schwer ist, das glaube ich. Ja, aber durch den Sauerrahm wird es ja ein bisschen, nach meiner Meinung, ein bisschen ja, flauschiger. Oder? Ja, ja, das stimmt schon. Also. Ja, klar, ist ja auch nicht so fett wie richtiger Rahm. Schön. Mhm. Also das ist jetzt, die Masse muss man jetzt verrühren. Ja. Und dann wird sie, ich gebe dann noch meistens ein bisschen. Gewürze braucht man ja wahrscheinlich doch, doch. Nicht. Ja, doch. Muskatnuss und Pfeffer gebe ich noch rein. Aber es ist noch nicht wirklich eine gute Flüssigkeit. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Schlagrahm rein. Normal noch, ja. Ja. Und wer kocht bei Ihnen mehr, Sie oder Ihre Frau? Meine Frau schon. Frau, ja. Ich darf manchmal kochen, das macht mir einen Riesenspaß. Ich darf, macht mir Riesenspaß. Kochen Sie auch zusammen? Ja, wir haben uns eine Küche bauen lassen, wo der Architekt uns gefragt hat. Ich gebe jetzt noch dazu ein bisschen von dem, so kleine Stückchen. Hätte ich auch, das habe ich nämlich vergessen gehabt. Ziegenkäse, oder? Das ist ein Ziegenkäse. Ja. Das gibt dem Ganzen noch so einen Kick. Mhm. Aber auch das ist muss sozusagen nicht sein, das ad libitum alles. Ja, ne? Alles da kann, so da kann man auch ein Bel Paese reingeben, ja, damit das so noch so einen guten noch Geschmack so bekommt. Ein bisschen, ne? Einen anderen Geschmack, ja. Ja. Wunderbar. So. So. Auch. Also es ist eigentlich, wenn es jetzt dann noch gut vermischt ist, ja, ist eigentlich fast schon fertig. Schon fertig, kommt da dann rein. Dann wird das reingeschüttet. Ich gebe noch ein bisschen Sauerrahm rein. Ja. Weil ich merke, dass noch. Und nein, das ist jetzt süßer. Oh. Das war süßer. Ein bisschen saurer. Ja. Das gilt jetzt nicht. Das können wir aber nicht mehr wieder rausnehmen. Das nehmen wir wieder raus. Aber soll's. Ich hoffe, dass sind nicht Sie so ein ordentlicher in der Küche? Ja, eigentlich schon. Wenn ich gestresst bin. Ich bin nämlich kein ordentlicher, aber trotzdem mache ich das jetzt hier weg. Ja, ich bin eher einer, der immer gleich alles abwäscht. Gut, dann mache ich das für Sie hier. Das ist sehr lieb. So. Kochen Sie auch mal schon größere Mengen? Das ist immer so ein Problem. Ja, also ich mache zum Beispiel, was ich eben darf zu Hause. Was Sie dürfen? So italienische Vorspeisen. So. Ah, ja. Also Zucchini. Ah, jetzt ist der schon fertig. Ja. Schauen wir mal an. Sollen wir mal reinschauen? Ja. Das ist schön, oder? Ein bisschen noch. Ein bisschen noch bräunen. Bisschen bräunen? Ich würde noch ein bisschen drin lassen. Vielleicht fünf Minuten. Ne? Ja, dann jetzt gebe ich da Pfeffer rein. Mache ich so ein bisschen. Oberhitze? Ein bisschen Oberhitze, ja. Pfeffer rein und was sehr wichtig ist, was ich also toll finde für den Geschmack, Pfeffer. Hm? Ja, und Muskat natürlich. Ja, ja, ganz wichtig. Und das gibt dem wirklich den richtigen. Ich hoffe, dass das jetzt hier richtig ist. Müssen wir unter Beobachtung halten, damit nichts passiert. Ne? Jetzt, so, jetzt haben wir es. Wunderbar, ja. Ich stelle noch mal die Uhr, damit wir es nicht vergessen. 5 Minuten, ne? Ja, ja. So, und jetzt kommt das so, da rein. Und jetzt wird das Ganze da reingeschüttet. Jetzt schaue ich noch mal, ob der Rand wirklich gut ist. Ja. Weil wenn es zu viel ist, dann müssen wir. Toll. Ich habe schon mal meinen Wok angemacht. Ich mache ja. Ich weiß gar nicht, ob Sie sowas Asiatisches mögen. Sehr. Ja? Ich bin also thailändisch habe ich gern. Dann habe ich gern Sushi und so ja, Sachen. Sie waren ja auch oft da unten schon allein wegen der Produktion. Ja, Raumschiff ja. Raumschiff und so. War ich nicht oft, zweimal war zweimal. Ich. Zweimal. Naja, immerhin. Aber, waren Sie auch privat schon mal in Thailand? Ja, war ich auch. Mhm. Gut, also ich mache so ein Curry-Gemüse im Wok, ganz einfach. Jetzt machen wir das noch schön Das muss fertig, man jetzt wirklich schön waagerecht, so wie Zement. Ja, verteilen. Sehr schön. Ich fange schon mal so ein bisschen an, weil es nämlich ganz, ganz einfach ist, was ich jetzt am Anfang mache. Ich habe den also jetzt erhitzt und in etwas Öl, ganz normalen Sonnenblumenöl, habe ich Knoblauch und klein gehackten Ingwer.
den ich natürlich geschält habe. Und dann einfach schon so ein bisschen. Und mit denen fange ich jetzt erstmal an. Ist das ein asiatisches oder ein thailändisches? Oder was ist das jetzt? Das ist ein asiatisches Gericht. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt aus Thailand ist oder aus irgendeinem anderen. Da kommt doch immer das Zitronengras auch noch. Ja, an, also ich glaube nicht, dass dies jetzt typisch thailändisch direkt ist. Ich habe was falsch gemacht. Ich muss nochmal ausmachen. Ich muss zuerst da kommt so eine Soße hin. Die muss ich jetzt mal machen. Und die muss ich zum Beispiel, die mache ich. Die mache ich nicht nach Pi mal Daumen. Da möchte ich schon so ungefähr wissen. Also, ein Teelöffel Curry, das ist höllisch. Wunderbar, aber ganz gefährlich, weil das ganz, ganz scharf ist. Oh, ja. Da. Aber ein bisschen scharf darf es sein. Ja, ja, klar, ja? Klar, klar. Also, ein Teelöffel davon. Die heißen Länder haben ja meistens scharfe Gerichte. Ja. So Curry und, ja. Und wie Pfeffer was sowieso und. Ja, 2 Esslöffel Fischsoße. Mhm. Ach, so. Ja, damit das der warum? Magen irgendwie ins Lot gerät. Ich weiß auch nicht genau. Die Bazillen und Bakterien werden dadurch abgetötet. Ach so, das kann Habe ich mal gehört. Ja. Da Spritzer noch. So, 2 Esslöffel Sojasoße. Jetzt darf ich nachwischen. Ja, danke. Sojasoße. So. Tolles. Toll, ja. Toll. Und dann Kokosmilch. So die Hälfte ach, von. Das ist ja toll. Eine Pina Colada. Tja, das ist wahnsinnig. Und Zucker. 2 Teelöffel Zucker. Was man nachher komischerweise. Gar nicht schmeckt. Gar nicht. Es ist weder stark nach Kokosmilch, noch. Wie sieht's aus mit unserem Ofen? Nicht, dass das zu stark. Toll, ha? Sieht ja. Aber schon zu viel? Nein, kann noch ruhig. Wie viele Minuten haben wir noch jetzt? Noch eine Minute. Ja, die lassen wir noch. Ja? Wenn es bis klingelt. So, jetzt mache ich das wieder an. Und da kommt jetzt. Also, das ist so einfach, diese Sachen. Es ist nur ein bisschen Arbeit vorher. Als erstes Möhren und Mais. Möhren, klein geschnitten. Die habe ich vorgekocht. Aha. Ja, die muss sind man. Sind die nicht aus dem Glas? Oder was? Ja, aber die, trotzdem tue ich die noch mal ein bisschen. Ja, ja. Die sind zu sehr, weil das geht ja jetzt alles wahnsinnig schnell. Ne? Das wird ja jetzt, bleibt jetzt 2 also Minuten hier drin. Ich habe mir das schon immer gewünscht, den Wok. Ja. Aber wir haben so ein Ceranfeld. Allerdings muss ich sagen, das ist genau gleichwertig in der Koch. Haben Sie diese Induktion? Ja, Induktion, ja, und zwar Halogen. Das geht sofort zurück, wenn's, wenn man es zurückstellt. Aber da können Sie so einen Wok auch nehmen. Ja, eben, aber der Boden unten ist wesentlich. Nein, nein, das ist ein abgeflachter. Ach so. Das also ist ein abgeflachter. So ja, 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 ja. Die gibt es jetzt überall. Früher musste man immer so einen Ring. Ja, ja, genau. Nein, die genau. Gibt es jetzt überall abgeflacht. Und zwar in diesem Gusseisernen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe ja das in Thailand bewundert. Das ist ein Floating Market. Ja, ja. Wenn die auf den Schiffen kochen, nicht? Auf den kleinen Bötchen. Das nicht mit dem Feuer. Dann legen sie Scheiter nach und dann, und dann kochen sie dann. Das esse ich so gerne. Oh, das ist auch toll. Ich glaube, jetzt sollten wir es rausnehmen. Ne? Und, Moment mal. Ja. Und das andere können wir doch reintun, ne? Ja, das können wir reintun. Aber haben Sie jetzt nur die Oberhitze oder haben Sie alles? Nein, jetzt tue ich es wieder zurück zu normal. Ja, das haben wir nur. Und das haben wir 180 ja. Grad immer? Ja. Schau, und wie lange? Jetzt eine halbe Stunde, ne? Jetzt gehe ich auf Ober-Unterhitze, ja. 200 ist es jetzt, ist das okay? Naja, es ist vielleicht bisschen, zu viel. Ein hm? Bisschen zu... 80 wäre gut. So, ja. So. Ja, ja. Gut. Und halbe so. Stunde, ne? Ja, die halbe Stunde, die stellen wir ein. So, alles klar. So, jetzt kommt als nächstes Frühlingszwiebeln. Wie das schön ausschaut. Das ist ja auch diese asiatischen Gerichte im Wok. Ja. Und diese Bohnenkeime. Alles esse ich auch sehr gerne ne? Salat. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ja. Und so, das wird jetzt, Säuer. Schau mal, wie schön das aussieht. Eine Freude fürs Auge. Ja. Das ist ja eigentlich auch diese Straßenküche in Bangkok. Ja, ja. Die kochen auch so. Ja. Ich war nie in Bangkok, aber ich kenne es von China. Xiang und so. Wahnsinnig. Und ich habe das oft gegessen und habe nie irgendwelche Magenbeschwerden bekommen. Ich hatte bekommen. Ein bisschen. Nee. Ich habe ein bisschen. Aber da gibt es einen guten Trick, den kennen Sie ja. Nee. Ne?
vor dem Schlafen gehen, so ein Stamperl Whisky und in der Früh auf leeren Magen ein Stamperl Whisky, kriegen Sie nie was. Ich habe also Ägypten bereist. Wirklich? Und habe nie was gehabt. Mit einem Schluck Whisky, es schmeckt zwar nicht so toll, wenn man Whisky nicht so alltäglich trinkt. Ich bin kein großer Whisky-Trinker. Aber der putzt den Magen aus und tötet alles ab. Wirklich? Das wirkt. Also morgen abends vorm Schlafen gehen und früh und früh auf leeren Magen. Aber nur so ein bodenbedecktes Glas. Schau, jetzt habe ich das also immer mit so ein bisschen Abstand, 2 Minuten, nochmal 2 Minuten. Jetzt mache ich das. Ist aber auch da, also im Grunde, bei der Soße habe ich mich jetzt, auch da könnte man natürlich variieren. Ja. Ist auch Geschmackssache. Ja. Aber ich habe die jetzt einmal aber so Sie haben für das mich herausgefunden. Ganz klar. Und habe das also jetzt auch, aber mit dem Gemüse, Sie können natürlich auch etwas weglassen und noch ein anderes Gemüse dazu. Klar. Das ist eine sehr einfache. Man könnte auch Paprika dazugeben oder so. Alles. So, und jetzt tue ich die einfach drauf. Schmeckt ja auch so gut, weil das so halb durch ist. Ja, so. Das Gemüse ist noch sehr al dente. Ja, das ist gut. Und das hat noch alle Vitamine dann. Ne? Ja. Diese ganze asiatische Küche ist ja nur ein bisschen aufwendig in der Vorbereitung. Man muss das schneiden und so. Wenn das vorbereitet ist, gemacht, ist es ja ganz in Minuten. Ja. So, das können wir eigentlich gleich essen. Und was ich noch rein tue, das nehme ich danach wieder raus, sind so Zitronenblätter. Aha. Also im Originalrezept heißt es so, dass man die schneiden soll, ganz dünn und dann auch mitessen. Und mir sind die, auch wenn sie dünn geschnitten sind, einfach zu stark. Zu stark, ja. Zu hart. Es ist hart, aber schön, gut. So. Ja, schmeckt genau nach Zitrone. Aber schmeckt stark. Ja. Wollen wir denn hier schon was aufschneiden mal? Ja, können wir. Ah, da haben wir so ein Spezial. Ich weiß nicht, ob das in der Reihenfolge richtig ist, aber... Wir können auch zuerst das Gemüse essen. Ja, also... Denke ich mal, ne? Den noch ein bisschen auf den Teller zum Auskühlen. Dann kühlt er wahrscheinlich besser aus. Ja, es ist schon ziemlich weich, wie ich sehe, aber... Was ist er? Ziemlich... Weich unten. Weich? Wir hätten noch ein bisschen mehr Unterhitze machen sollen. Ich habe auch noch ein anderes, ein kleineres... Aber es geht schon. Ist das besser? Es geht auch mit dem. So. Ein bisschen mehr Unterhitze wäre besser gewesen, dann wird es unten härter. Ach, dann wird der Teig einfach fester? Ja, unten fester, ja. Aber das sieht lecker aus. Wir lassen das noch ein bisschen aus. Ja. Das ist natürlich auch schön. Ich tue jetzt das Blatt einfach aus dekorativen Gründen so drauf. Aber wir müssen es nicht essen. Fall, ja. Was natürlich auch schön ist, so ein Gericht ist für Vegetarier. Es ist ja immer, setzt sich ja immer mehr durch. Also ich bin keiner, aber viele meiner Gäste und auch Freunde, die ich nach Hause einlade, sind Vegetarier inzwischen. Ja, wir essen ja auch nicht so viel Fleisch. Ich auch nicht. Aber das hat sich, ich glaube auch, dass viele Metzger und Fleischhauer da inzwischen auch schon ein bisschen klagen unter diesem Trend. Natürlich. Ne? Weil natürlich alle merken, dass das vielleicht gesünder ist. Ne? Ja, das, ja, also ab und zu, darf ich das so zu Fuß? Ja, danke. Ab und zu ein Stückchen Fleisch, vor allem Geflügel mag ich sehr gerne. Ja. Also schönes Huhn oder Kaninchen, Lamm und so. Aber so die klassischen Rind, Schwein, Kalb, esse ich auch nicht mehr so viel. Ja. So. Guten Appetit. Ja. Sie können es ein bisschen nachschalten. Was ich wahnsinnig mag, kann man. Mit dieses Kokos, diesen Kokosgeschmack. Ich glaube übrigens, das ist für mich Asien. Das ist Asien, natürlich. Ja. Ich glaube übrigens, dass der dazu ganz gut schmecken wird, weil das ist so ein bisschen. Das ist sehr gut. Passt schön. Ja, der passt sehr schön. Gut. Und das ist ein einfaches Gericht. Ich mache das natürlich auch als Zuspeise für irgendwas, wenn ich einen Fisch mache. Klar. Aber es ist auch eine Hauptspeise. Curry macht es natürlich ein bisschen scharf, ne? Ja.
Toll, nein, ja. Ich habe einen Teelöffel genommen. Ich habe es neulich zu Hause gemacht mit zwei Teelöffeln. Habe ich in so einem. Um was ich Sie beneide in Wien, das ist der Naschmarkt. Das bin ich sehr schön. Das ist ja köstlich, dort einkaufen zu gehen. Das ist so toll und da kriegt man wirklich alles. Alles. Und alle Nationalitäten. Das ist natürlich was Schwereres jetzt. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass der Boden härter ist. Sollen wir denn einen Schluck Zweigelt dazu probieren? Also ich persönlich... Einen roten? Ja, 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 warum nicht? Ich habe einen schönen Schloss Globus, einen österreichischen, einen 96er. Ich glaube, Zweigelt gibt es nur in Österreich. Ja, ich habe Ihnen sogar einen mitgebracht. Gebe ich Ihnen nachher. Oh. Und zwar aus einem Soos. Das ist da diese Thermengegend Richtung Baden bei Baden, Wien. Ne? Ja. Ja. Prost, Prost. Oh, der hat schön. Hm. Sehr gut. Ja, der schmeckt so ähnlich. Der ist gut. So, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich glaube, ist natürlich auch ein Essen für einen schönen Winternachmittag oder Winterabend. Ja. Wenn man so schönen Kohldampf hat. Und das ist ja super. Was Gutes, ne? Aber, bisschen weich ist auch. Also mich stört's nicht, aber der Fachmann, ach, na ja gut, da ist aber auch nur Gutes drin, guter Käse, Sahne, ja, ne? Ja, ja. Das muss ja sein. Sehr sättigend, natürlich. Mm. Schön die Muskat spürt man auch wieder. Ja, auch den Pfeffer. Mm. Also da passen beide Weine gut dazu. Ja. Aber auch ein ganz leichter Riesling. Hm? Oder in. Weil der löscht ein bisschen so das Schwere. Mhm. Der leichte. Aber, ist aber auch schön. Aber ein roter Käse ist sehr und rot. Ja, wunderbar. Also vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke vielmals.